Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind zu der tiefen Erkenntnis gekommen, dass sie mit Blick auf das Jahr 2024 nicht mit Prinz William und Prinzessin Kate konkurrieren können, behauptet ein königlicher Autor. Die Hoffnungen von Prinz Harry und Meghan Markle auf eine Wiedergutmachung im Jahr 2024 wurden zunichte gemacht, nachdem es dem Paar zu Weihnachten erneut nicht gelungen war, Einigkeit zu zeigen, behauptete ein königlicher Autor. Die düstere Prognose kommt nach einem heißen Jahr für Team Sussex. Die Umfragewerte des Paares brachen nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren, Spare, ein, und Meghans kurzlebiger Podcast, Archetypes, wurde im Juni eingestellt, als der Spotify-Deal des Paares scheiterte. Kombiniert man dies mit dem South Park und Family Guy-Spieß, wird man das Gefühl kaum los, dass Hollywood das Paar überdrüssig macht. Harry und Meghan helfen sich jedoch nicht selbst. Laut königlichem Autor Phil Dampier verpasste das Paar eine weitere einmalige Gelegenheit, sein Image wiederherzustellen, indem es sich dafür entschied, Weihnachten in Kalifornien statt mit dem Rest der königlichen Familie in Sandringham zu verbringen. Er erklärte, Harry und Meghan haben bekannt gegeben, dass sie 2024 als ihr Jahr der Erlösung sehen, worauf ich mit viel Glück reagiere. Das ist eine abgedroschene Phrase, die sich ihre Hollywood-PR-Leute ausgedacht haben und die in Wirklichkeit sehr wenig bedeutet. Taten sagen mehr als Worte und die Sussexes müssen Dinge tun, die die Öffentlichkeit auf beiden Seiten des großen Teichs davon überzeugen, dass sie sich rehabilitieren wollen und nicht nur darüber reden. Er fuhr fort, die Royals demonstrierten zu Weihnachten ihre Einigkeit, wobei sogar Prinz Andrews Ex-Frau Fergie erlaubt wurde, zu Fuß zur Kirche zu gehen und mit ihnen zu Mittag zu essen.